Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zurück zu unserer Abschlussrunde. Ich habe mich hier ein bisschen in die Botanik geschlagen, damit wir auch pandemiesicher miteinander sprechen können. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite drei Personen, ohne die dieses Festival überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Danach übrigens folgen noch ein paar wirklich wichtige Informationen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. So, zu den Menschen an meiner Seite. Zuerst begrüße ich Oliver Janoschka, Leiter der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung und das seit der Gründung im Jahr 2014. Dann Jasmin Jabarian, Programmmanagerin beim Stifterverband, sowie Sebastian Horndasch, der Festivalleiter des heutigen Tages. Wir sprechen hier und jetzt über eine neue Kultur der Kollaboration, über die wichtigsten Erkenntnisse, auch darüber, was wir in den letzten Monaten eigentlich alles erlebt haben und welchen Hockeystick an Digitalisierung wir selbst durchlaufen haben. Und wir möchten natürlich auch sehr gerne eure Stimmen hören. Ihr und sie könnt also von Anfang an direkt im Chat mitmachen. Und ich werde das dann entsprechend an unsere drei Gäste sozusagen, Veranstalter, weiterleiten. So. Also wir freuen uns vor allen Dingen über Ihre Eindrücke, auch was Sie erlebt haben, welche Fragestellungen Sie haben und gegebenenfalls, ob Sie auch morgen an einem der Workshops teilnehmen und an welchem. So, erstmal schön, dass wir uns hier alle wieder persönlich auf der Bühne sehen können, pandemiesicher, wie schon gesagt. Das war der Conference Day, den wir heute erlebt haben, eine Keynote nach der anderen. Sehr viel Information. Puh, Sebastian, wie war dein Tag? Mein Tag war stressig. Ich glaube, das ist auch wenig überraschend. Das war sehr intensiv, wenn man da am Rechner sitzt und versucht, Trouble zu shooten, wenn man versucht, dass die Technik funktioniert, dass alle Leute an dem Ort sind, wo sie sein sollen, dass alle Leute die Infos haben, die sie haben müssen. Das ist natürlich viel auf einmal. Ich hatte aber auch schöne Momente. Ich muss sagen, ich bin dann in einer der Pausen mal in Laptops in Space reingegangen und wurde gleich von einem bunten Lachen von Leuten, die auch gerade reingegangen waren, begrüßt. Die haben sich alle, ganz viele Konferenzbesucher haben sich wirklich wie die Schneeköniginnen gefreut. Bei Laptops in Space, wer von Ihnen bei Laptops in Space dabei war, wird wissen, wovon ich spreche. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und falls Sie nicht wissen, wovon ich spreche, gucken Sie morgen rein. Also es hatte auch wirklich seine sehr, sehr schönen und wundervollen Momente. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn jetzt dieser Tag dann auch so langsam sich in Wohlgefallen dann auflöst zum Abend hin. Also Laptops in Spaces, das kann man im Creative Space morgen noch einmal erleben. Und mehr sage ich dazu nicht. Es soll ja auch spannend bleiben. Vielen Dank nochmal für den Verweis. Jasmin, wie war dein Eindruck vom heutigen Tag? War ein super spannender Tag. Ich war tatsächlich ein paar Sessions als Moderatorin, die sich so um das Thema Studierendenpartizipation gedreht haben. Ja, also ich glaube, ein Titel einer Session fasst das total gut zusammen. Nothing about us without us. Und für mich ist natürlich eben Hochschulforum dieses Thema eins, das mich sehr stark umtreibt. Und es war einfach toll zu sehen, ja, wie die Studierenden da diese Bühne eingenommen haben, wie groß das Interesse auch aus der Community war, auch der Bedarf, sich auszutauschen, auch über die Session hinaus, auf der Plattform, auf Twitter und so weiter. Also es war sehr, sehr viel Dynamik drin, tolle, spannende Impulse und hat, glaube ich, total gut aufgezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Dieses ja gemeinschaftliche Gestalten von Digitalisierung und da sind die Studierenden eben zentrale Akteure, Akteurinnen und InnovationspartnerInnen auch. Genau. Lasst sie machen, höre ich da so ein bisschen raus, ne? Ja. Und nutzt sie auch. Mhm. Also geht auf sie zu, versucht Formate zu etablieren, um diese Partizipation auch zu ermöglichen. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Möglichkeit, aber gemeinschaftlich kann man die Wege finden und Formate entwickeln. Und ich glaube, das haben die Studis heute sehr, sehr toll gezeigt und ist auch über den Tag hinaus ein Thema, was uns im Hochschulforum eben sehr stark beschäftigt und macht Lust auf mehr und auf mehr Arbeit mit den Studierenden. Wunderbar. Ich sehe hier offene Arme. Gegenüber den Studierenden. Oliver, was hat denn bei dir eine ganz besondere Resonanz erzeugt, sowohl positiv wie auch negativ? Also
erstmal ist es wirklich so eine Freude, diesen Spirit in diesem Format zu sehen. Ja, es war, wie heute Morgen ja auch nochmal markiert wurde, lange so eine Idee, an der wir hart gearbeitet haben. Und das jetzt zu sehen, wie es funktioniert, mit einem tollen Team, für das ich auch nochmal echt eine große Dankbarkeit empfinde, weil das diese vielen Hände gebraucht hat, aber eben auch mit einer fast nahtlos verbundenen Community. Und es bleibt ja eigenartig, immer noch in diesem Raum, wo wir vielleicht sonst mit mehreren hundert um die Ecke sitzen würden, zu sagen, wir kriegen das jetzt hier digital hin und nutzen die Gelegenheit, die sich dadurch bieten. Und das ist erstmal so eine sehr positive Wahrnehmung, dass es auch den, also das Panorama wirklich gab. Ich habe es nicht in jede Session geschafft, aber ich habe gemerkt, ich kann eigentlich gleichzeitig fast von einer zur nächsten springen und bin da sehr inspiriert rausgegangen. Das wird, glaube ich, auch für das Hochschulforum über die Zeit eben so ein Schatz bleiben, dass man sagt, es ist nicht nur 3 Tage. Die 3 Tage sind super voll, wahnsinnig viel, aber wir arbeiten damit weiter und wir haben eben auch den direkten Link zur Community in die Hochschulen mitzukriegen, wo ist es mehr die heiße Luft, wo ist es wirklich schon in der Praxis, wo kann man sich Anregungen holen und mit wem. Und das eben weiter zu nutzen, das ist, glaube ich, auch so ein Stück dieser Gedanke einer Kollaborationskultur, die jetzt mehr denn je gefragt ist. Da, glaube ich, ist ein positiver Punkt. Ich sag mal, wo die Herausforderungen noch mal stärker sind, es war zum Beispiel sehr anregend, wir hatten aus den Niederlanden die Christine Burg heute auch dabei, die da auch schon seit Jahren sehr engagiert die Hochschulen zusammenführen. Da ging es um diese Standardfrage. Ja? Wo sind eigentlich jetzt die Standardisierungsprozesse? Das ist noch nicht ausgemacht und ich glaube, das wäre jetzt zu früh zu sagen, das läuft nicht gut. Aber es läuft eben noch nicht. Also da sind noch ganz viele Weichenstellungen, die zentral sind auch für die Hochschulen, gerade in Bewegung. Wie kann Datenkompatibilität hergestellt werden? Wie kann hochschulübergreifend gelernt werden? Da gibt es so, obwohl wir schon lange mit E-Learning und Digitalisierung Erfahrung haben, noch ganz viele Baustellen, wo es aus meiner Wahrnehmung auch hier erstmal, also wo es noch mehr Dynamik und vielleicht auch mehr Community und gebündelte Kommunikation braucht, um diese Standards zu finden, weil die eben zentral sind, um so einen europäischen Raum, von dem ja heute auch ein paar Mal gesprochen wurde, wirklich mit Leben und Kultur zu füllen. Gibt es denn, du hast ja jetzt schon auch so in Richtung wirklich Anwendung und auch Technologie und eben Standardisierung gesprochen, gibt es denn auch Vorbilder aus Deutschland, an die du denkst? Klar, also wir haben ja selber so ein kleines Tochterprojekt aus dem HFD hervorgegangen mit dem KI-Campus, was jetzt gerade sehr stark auch den Case bearbeitet. Wie kann hochschulübergreifend dafür so ein spezielles Thema erstmal was Neues geschaffen werden? Ich glaube, in der Bauart gibt es eben auch in manchen Ländern schon ganz wunderbare, auch länger bestehende Strukturen, die jetzt aber, und das gilt es, glaube ich, auch noch mal viel stärker jetzt politisch zu diskutieren, die zusammengeführt werden müssen. Also wie können die Stärken der einzelnen Länder beispielsweise zugänglich werden für andere Hochschulen? Wenn es eine besondere Beratungskompetenz für Rechtsfragen gibt in dem einen, dann wäre es eben super, hätte man die Ressourcen und die Möglichkeiten, das stärker länderübergreifend zu nutzen. Wenn man eine Plattform in dem einen Land hat, die sich bewährt hat, dann ist es eben in der Zukunft vielleicht mehr denn je gefragt, dass das eine Verständigung gibt, wie sowas allen zur Verfügung steht. Und da stellen wir eben doch eine Menge Unterschiede fest, wo ich sagen würde, es gibt die guten Beispiele, aber eben noch nicht den Standard für diese Art der Kollaboration. Jetzt muss ich natürlich auch bei dem Thema Standards und Kooperation quer über die Länder, aber auch international natürlich auch ein bisschen daran denken, inwieweit es eben eine Kultur der Offenheit gibt. Sehen wir gegebenenfalls jetzt gerade überhaupt mal diesen Aufbruch, Knowledge Sharing, Knowledge Transfer, dass die Hochschulen eben viel stärker jetzt dazu angehalten sind, aus sich selbst raus oder vielleicht durch externe Akteure wirklich gemeinsame Sache zu machen. Sebastian, wie ist dein Eindruck? Also ich
würde erstmal sagen, das machen die Hochschulen ja schon. Das wäre die erste Antwort. Wissenschaft ist schon immer gewesen, wir teilen Wissen. So. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wir technisch auf bessere Weise in der Lage sind, Wissen zu teilen, offener zu werden, das anders organisieren können, besser organisieren können als vorher. Das ist das Erste. Das Zweite, wir reden ja im Hochschulforum über Hochschulbildung, dass, glaube ich, langsam der es auch bei immer mehr Leuten ankommt, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir unser Wissen teilen, wie wir besser Bildungskonzepte umsetzen. Wenn ich mir anschaue, was bei uns in den letzten 6, 7, 8 Monaten gelaufen ist seit Ausbruch der Krise, die Anfragen, die wir gekriegt haben, die Menge an Leuten, die unsere Materialien genutzt haben, die natürlich auch Materialien, Workshops, die wir mit Partnerorganisationen gemacht haben, wir haben mit eteaching.org, nur um eine zu nennen, Organisation zu nennen, wirklich ganz tolle Weiterbildungsformate umgesetzt, die hunderttausende Mal rezipiert wurden. Also wir reden wirklich von einer gigantischen Menge. Dann würde ich sagen, ja, das kommt an bei den Hochschulen. Ja, diese Notwendigkeit, auch dieses Wissen aufzusaugen, das ist bei ganz vielen Leuten erkannt und die Leute machen das. Das heißt nicht, dass es alle machen, das heißt nicht, dass irgendwie jetzt alles super ist, aber ich aus meiner Warte, natürlich, ich habe auch meine Scheuklappen, aber aus meiner Warte, wie ich erlebe, wie viele, also wirklich diese gigantische Menge an Leuten, die da mit uns direkt oder indirekt interagieren, das ist jetzt auf einem ganz anderen Level. Ich würde vielleicht ganz kurz anknüpfen. Gerne. Auch mit Erfahrung aus unserer Community, aus dem Netzwerk für die Hochschullehre. Ich würde total zustimmen, was Sebastian eben gerade schon gesagt hat und vielleicht noch daran anknüpfen, dass wir jetzt die letzten Monate verstärkt gesehen haben, dass mehr kooperiert wird, dass mehr Offenheit auch gelebt wird, dass es auch notwendig ist, weil es muss nicht an jeder Hochschule, müssen nicht die gleichen Fragestellungen bearbeitet werden. Man muss sich zusammenschließen. Aber ich glaube, um diese Öffnung auch zu ermöglichen, braucht es eben auch eine Offenheit an der Hochschule, also Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Das heißt beispielsweise eine offene Scheiterfederkultur. Es müssen Experimentierräume geschaffen werden. Also ich glaube, das sind auch noch zentrale Punkte, wo ich sagen würde, auch optimistisch, aber vielleicht noch nicht, dass wir vielleicht noch nicht ganz da sind und dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und ja, wir sehen, dass die Entwicklungen positiv sind, aber da an ein paar Schrauben noch gedreht werden müsste. Zum Thema Experimentierräume haben wir heute auch mehrfach ja tatsächlich gehört. Also so physisch, wirklich vor Ort analog anwesend, dass man die Räume öffnet. Und jetzt in dieser Pandemie eben auch versucht, sie digital abzubilden. Das war wirklich ein durchgängiges Muster, was wir auch in den Keynotes immer wieder gehört haben, was ja auch nochmals belegt, wie relevant und wie wichtig es ist, dahin zu schauen und unterschiedliche Gewerke, unterschiedliche Disziplinen wirklich zusammenzuführen. Ja, jetzt würde ich aber ganz gerne auch nochmal drauf gucken, was unser digitales Plenum, unsere Teilnehmenden sagen. Und da gerne auch noch mal einige Sachen mit hineinwerfen. Das springt hier immer so ein bisschen hin und her, weil ihr so viel schreibt. Sehr schön, ja, sehr gut. Sehr schön finde ich den Hinweis von Tobias Koch. Digitalisierung macht nicht an der Landesgrenze Halt. Und auch Thomas Wengel stimmt zu. Baustellen brauchen noch mehr Zusammenarbeit über alle Grenzen, auch über den großen Teich hinweg. Also hier nochmals dein Plädoyer, Oliver, in puncto auch internationale Zusammenarbeit. Es wird viel gedankt für dieses Festival. Das möchte ich gerne auch an dieser Stelle nochmal weitergeben. Es hat viel Spaß gemacht, toll gemacht. Glückwunsch aus dem kanadischen Osten. Wow. Und das finde ich sehr schön, dass es wirklich auch so weit reicht und dass eure Community entsprechend auch wirklich global vertreten ist, weil dann kann man am besten voneinander lernen. Was ich schön finde, ist die allererste Frage, die uns erreicht hat, die ich jetzt gerne hineinwerfe. Peter England. Lasst mal hören, was waren die kuriosesten Erlebnisse in der Vorbereitung des Festivals? Peter, vielen Dank für die schöne Frage. Ich würde sagen, ich würde sagen, die geht wahrscheinlich ein Stück weit an mich. Also sagen wir so, das Kurioseste war natürlich Covid. Das ist gar keine Frage. Wir haben mit den Planungen für dieses Festival vor 2 Jahren begonnen. Also vor 2 Jahren hatten wir unsere Themenwoche 2018. Nach der Themenwoche haben wir uns zusammengesetzt
und haben uns überlegt, okay, wie können wir das anders spielen? Wie können wir das besser denken? Also wir hatten dieses Format Themenwochen und wir haben das Gefühl, okay, da sind wir noch nicht ganz da. Das können wir besser. So. Und die Konsequenz war das University Future Festival. Und als Covid ausbrach, Covid-19, stand das ja alles, die ganze Planung. Wir hatten eine gigantische Location gemietet für über 1000 Leute. Und dann plötzlich vor der Situation zu stehen, dass das alles nicht mehr geht, das ist in dem Moment wirklich kurios, weil das ist nichts, wovon du ausgehst. Man rechnet mit allen möglichen. Leute werden krank, Leute sagen einem ab, es gibt Finanzierungsprobleme, Dinge gehen kaputt. Das sind alles, man rechnet mit sehr, sehr viel. Man rechnet nicht damit, dass eine Großveranstaltung einfach objektiv undurchführbar wird und man komplett neu planen muss. Und das war definitiv etwas, was ich niemals, wirklich niemals antizipiert hätte. Und das war in dem Moment, als es das uns wirklich klar wurde, dass es nicht geht. Das wurde uns relativ früh klar, aber das war schon, das hat sich wirklich in dem Moment sehr, sehr komisch angefühlt. Jetzt im Rückblick ist es natürlich selbstverständlich. Jasmin, Oliver, habt ihr noch Eindrücke dazu? Was ist besonders kurios gelaufen? Ich kann es vielleicht gerade nochmal pointieren. Also ich erinnere mich im Februar aus Barcelona an der Stelle mit dem BMBF telefoniert zu haben, weil ich intern gefragt wurde, sag mal, wir müssen jetzt den Vertrag unterschreiben für die Kulturbrauerei. Ist in 6 Monaten, aber jetzt mit Corona sollten wir das vielleicht wirklich tun. Also wenn wir es nicht tun, dann kriegen wir sie auch nicht mehr, weil dann ist sie weg, falls es klappt. Und es war tatsächlich damals noch out of reach. Also ich erinnere, dass wir gesagt haben, ja, also gut, das wird jetzt irgendwie eine Zeit, aber im Herbst ist das ja wohl Schnee von gestern. Und dieses Gespräch damals noch eben sich so zu versichern, können wir den Vertrag unterschreiben, seid ihr dabei? Das wirkt halt so im Nachhinein völlig kurios, ja, dass irgendwie seit März dann klar war, ist eine neue Zeitrechnung, die Normalitäten verschieben sich. Und das erinnere ich also noch und werde ich, glaube ich, auch Zeit meines Lebens erinnern, wie so dieses Umdenken in wenigen Tagen so grundlegend einfach stattfand. Und dann eben alle Fragen, die sich daraus ergeben haben und wo wir heute zumindest sagen können, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und es bewegt sich und es ist, glaube ich, auch über die Zeit eine Chance. Was bei mir alles jetzt im Kopf passiert, wenn ich Barcelona höre, in puncto Hinreise und Beantragung von und Zurückkehr und Quarantäne. Es ist wirklich eine ganz neue Zeitrechnung, in der wir drinstecken. Wir haben ja im Vorfeld auch intensiv diskutiert und wie kann man das entsprechend auf die Beine stellen. Sie alle und ihr alle habt bestimmt auch mal den einen oder anderen Hiccup am heutigen Tag erlebt. Aber ich denke, das ist ganz normal und wir freuen uns alle damit an, dass wir ein stärkeres Maß einfach auch an Authentizität hineinbringen können, aber auch an Dialog. Und das fand ich sehr schön, dass heute sehr viel Dialog ermöglicht wurde an fast allen Stellen. Und das finde ich wirklich hervorragend und auch, dass Sie und dass ihr das so aktiv genutzt habt. Es hat mich persönlich auch beeindruckt. Ich möchte noch gerne von Tobias Erortelt ein Feedback reinbringen. Für mich die beste Online-Konferenz, an der ich teilgenommen habe. Plattform nach ersten Hürden. Wir wissen, echt gut und viel besser als einzelne Zoom-Meetings. Dazu ein gutes Programm und einfach ein toller Tag. Das freut natürlich sehr. Wie geht's denn jetzt im Hochschulforum Digitalisierung weiter? Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Wintersemester vor der Tür. Wir hatten, um das vielleicht auch nochmal Stichwort Openness zu sagen, ne, ich erlebe es so, wir haben eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, auch in sehr kurzen Zeitabständen Menschen produktiv zusammenzuführen. Wir hatten letzte Woche so einen Workshop, wo wir das Wintersemester in den Blick genommen haben, wo eben auch ein bisschen intensiver nochmal an so Fragen, hybrides Semester, Lehr-Lern-Szenarien, Prüfungen. Also da gab es innerhalb von 2 Wochen im Grunde genommen die Bereitschaft, sich da mehrere Stunden in so einen Austausch zu begeben. Damit arbeiten wir weiter. Ich glaube, das wird jetzt eben viele
viele Ableitungen geben, in welchen Formaten wir das tun. Was ich besonders hervorhebenswert finde, wo du auch ne, mit den Studierenden schon so viel erzählt hast, was wir da machen. Ich glaube, die Gelegenheit im November mit diesem Hackathon, der eben auch global ist, der auch nochmal online die Möglichkeit gibt, zusammenzukommen und da in einem anderen Format Lehrende, Studierende zusammenzuführen, Lösungen zu finden, die wirklich auch über den Tag hinaus ganz neue Chancen bieten. Das wird aus unserer Wahrnehmung für den November jetzt ganz konkret wahnsinnig spannend. Mhm. Ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, auch über den Tag hinaus relevant bleibt. Also ne, wir haben schon ein paar Studien mit ihren ersten Zwischenergebnissen. Ich glaube, diesen Aspekt des Experimentalsystems, kann man fast sagen, sich das genauer anzuschauen, was hat hier eigentlich jetzt funktioniert und was nicht und wo können wir daraus dann auch entsprechend die Rahmenbedingungen herstellen. Ich glaube, das wird nicht nur für das Hochschulforum, aber eben auch für uns eine wichtige Aufgabe sein, dass wir da einen Blick drauf haben und das auch wieder in die Hochschulen und in die Politik spielen. Und ich bin auch mit dem Festival alleine, ne, das finde ich, was ich vorhin gesagt habe, total spannend zu sagen, was in den Sessions sehen wir, was wir auch nochmal wieder aufgreifen fürs Wintersemester. Also so dieses neue Normal, was wir suchen, das wird sich, glaube ich, auch in vielen Aktivitäten und Veranstaltungsformaten und Veröffentlichungen niederschlagen. Da bin ich selber sehr gespannt drauf. Der DigiEduHack, ich nehme das jetzt ganz gerne nochmal auf, findet am 12. und 13. November statt. Jetzt frage ich nochmal Jasmin, da können auch Studierende teilnehmen, nicht wahr? Okay. Studierende teilnehmen. Ich glaube, wir haben das sehr eindrucksvoll im Juni gesehen bei dem Semester-Hack. Wir hacken das digitale Sommersemester, jetzt hacken wir das digitale oder das hybride Wintersemester. Haben wir schon sehr gut gesehen, wie produktiv, wie kreativ, innovativ Studierende dazu mit anpacken, Lösungen entwickeln, die jetzt, das kann man vielleicht an der Stelle auch sagen, da sind einige Projekte, die jetzt vom BMBF gefördert werden, also wo es auch eine Anschlussfähigkeit gibt, wo man sagt, das sind tolle Ideen, die lohnt es sich jetzt auch umzusetzen oder die müssen wir weiter vorantreiben. Und ich glaube, das ist so der Spirit, mit dem wir auch in den November gehen, mit dem wir heute oder gestern und morgen hier sind und dieses Zusammengestalten, statusgruppenübergreifend arbeiten und wirklich Studierende eben mit einbeziehen und als PartnerInnen auf Augenhöhe da auch sehen und dieses Innovationspotenzial eben auch nutzen. Gilt natürlich nicht nur für Studierende, sondern auch für alle weiteren Interessierten und Beteiligten. Ich bin mir sicher, dass auf der Webseite des Hochschulforum Digitalisierung sämtliche Informationen da sind. DigiEduHack 12. 13. November schon mal vormerken im Kalender und am besten mitmachen und mitgestalten. So, wir kommen langsam dem Ende dieser Gesprächsrunde entgegen und damit danach noch zu einigen wichtigen Informationen, auch zum Morgen. Zum Schluss aber noch zwei Rückmeldungen, die ich gerne reinspielen möchte. Martin Rademacher sagt, Leute, ich habe gerade echt Sehnsucht nach Berlin und wäre gern mit euch vor Ort. Hätte ich mir im März so auch noch nicht vorstellen können, dass ich sowas mal sage. Beste HFD-Grüße aus Bonn. Und für mich eigentlich ein wunderschönes Outro, wo ich am Ende gar nichts mehr nachher sagen mag, kommt von Anders Lehr, der sagt, uff, in Großbuchstaben, jetzt bin ich aber langsam müde. Wir hoffen, dass es trotzdem ein schöner, unterhaltsamer und informativer Conference Day hier für Sie, für euch beim University Future UFF Festival war. Und haben uns sehr gefreut über Ihre, über eure Aufmerksamkeit. Ich sage auch nochmals Danke an euch drei für die Einblicke in eure Arbeit und eure Gefühle zum heutigen Tag, der auch wirklich was Besonderes, was Neues, eine echte Premiere war. Nochmals ganz herzlichen Dank dafür.